Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nochmal aus Schweinfurt. Genauso wie letzte Woche. Ich fühle mich echt wie so eine Behinderung. Ich finde das voll krass für die Leute, es ist heute übelster Wind, ich weiß nicht, ob man es hört. Wie die Leute bei diesem Wind, die springen hier wie verrückt, also ich kann euch das dann gleich mal zeigen. Ich halte mal wo an. Das ist vollkommen krass. Wieder so eine. So, jetzt sind wir hier auch schon mal in den Sprüngen. Die Auffahrt hier vorher ist so krass kacke. Alles so im Arsch. Ich will euch jetzt trotzdem mal schnell hier die Sprünge zeigen. Wenn hier mal jemand springt. Jetzt bin ich mal gespannt auf Essen. Der hat auch mit seiner Hand zu kämpfen. Jetzt nochmal, der kommt hier auch angebraust wie Sau. Achtung. Jo. Alles klar. Alles klar. Ich springe einen Meter und mich versetzt so, dass ich mich fast aufs Maul lege. Springen kann ich echt überhaupt nicht, stelle ich mich so an. Das soll ich euch jetzt mal zeigen, weil ich finde es einfach voll krass. Findet ihr das genauso? Also ich habe von Motocross-Fahrern echt Respekt. Ich möchte es auch gern können, aber ich kann es halt null. Ich konnte es mal ein bisschen, aber ich glaube, ich kann es nur halbwegs so, wenn die Anfahrten und so auch gut sind, weil hier ist halt, die Anfahrten musst du halt schon drauf haben. Da fehlt es mir halt echt schon dran. So, jetzt kommt mein Kollege hier wieder, der Nils. Dann fahre ich wieder mit weiter. Jetzt ist es noch ein bisschen warm wieder, das Wetter ist halt echt geil. Also endlich mal wieder ein bisschen Sonne. Schon lange kannst du noch nicht mehr sehen. Wir haben es auch schon Mitte Februar, also es könnte echt langsam mal. Boah, es ist hier manche paar Meter. Boah, aua! Voll mit Stein ans Kinn bekommen. Gebt euch mal die Auffahrt, gebt euch die Auffahrt. Der Nils, das habe ich euch ja vorhin schon erzählt, beziehungsweise habt ihr vielleicht mitgehört. Der macht jetzt ein bisschen so Übungen und so für seine Unterarme, ein bisschen Cardio hat er vorher nie gemacht. Ist auch leicht übergewichtig, spricht da nichts dagegen. Und er will sich jetzt auch noch ein bisschen bessern. Damit er ein bisschen ausdauernder wird. Ja, da kann mittlerweile schon mehr fahren wie ich. Ich mache zwar auch immer noch Cardio, aber anscheinend müsste ich dann noch mal ein bisschen mehr dafür machen.
Der kann da die Runden richtig schön durchfahren. Ich brauch da jedes Mal Pause. Ich pack das sonst nicht. Obwohl ich gerade nicht langsam war, wie ich fand. Yo. Voll anstrengend heute. So Leute, in dem Sinne würde ich sagen, das war's jetzt mal wieder für heute. Ich bin vollkommen aus der Puste. Das Video schaut wahrscheinlich aus wie gar nichts, aber es ist so scheiße anstrengend. Ich finde es auch voll krass, wie die Leute hier, also wie man hier fährt. Wie ich schon gesagt, ich finde Motocross echt voll krank. Ich möchte es nicht mal unbedingt so erlernen, weil wird mir immer, wenn es irgendjemand zerlegt, ist gleich alles. Es ist so viel gebrochen und so weiter. Ja, nachdem ich mich gerade fast aufs Maul gelegt habe, ich jetzt beschlossen, ich mache jetzt erstmal Pause. Yo! So, in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!